Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, wir sind immer noch im experimentellen Modus. Ich starte die Aufnahmen, die Sonne geht unter. Mann, ich habe so ein Glück. So. Ich habe ja immer gesagt, ich lese die Kommentare fleißig. Ja, tue ich auch. Also als allererstes mal vielen Dank für den Wikipedia-Eintrag bezüglich des Affektes. Jetzt wissen wir genau, unter welchen Aspekten ich im letzten Part die Morde begangen habe. Mich jetzt gestern fast zerrissen, als ich es gelesen habe. Und es wurde sich gewünscht, dass ich den Prawn mit Torpedowerfern ausstatte. Wenn ihr mir schon Wünsche schreibt, dann werde ich ihnen natürlich auch nachgehen. So, jetzt packen wir hier erstmal. Alter! Ernsthaft? Pimmelt ihr meinen Prawn an? Ich glaube, ich spinne. Gut. So. Dann bauen wir noch einen oben drauf. Denn wir brauchen ein bisschen Höhe. Ach komm, wir bauen noch einen oben drauf. Ja, das schaut doch gut aus. Das schaut gut aus, Leute. Dann gönnen wir uns einen kleinen Eingang. Und hier sollte es doch eigentlich warm genug sein, oder? Jetzt kommt schon. Wenn es hier nicht warm genug ist, dann weiß ich auch nicht. Wärmekraftwerk. Pimmelt da schon wieder einer? Hau bloß ab. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Ding. Das Ding ist schon wieder nicht intakt, weil nicht warm genug. Ah, das kann doch fast nicht sein, oder? Ich brauche einen Thermometer. Ich brauche definitiv einen. Ich brauche einen Thermometer. Ich hoffe, dass ich im Kreativmodus auch ohne Energie craften kann. Aber schaut fast so aus. Werkzeuge, Thermometer, wo... Ne, das müsste eigentlich eher hier sein. Thermometer, Thermometer, so. Her damit. Echt schade, dass das Teil noch kein Icon hat. 39 Grad, was willst du denn? Wie viel brauchst du denn? Also ernsthaft, wie viel braucht das Kackding denn? Mal stellen wir halt ein paar hierher. Mir jetzt persönlich ehrlich gesagt Latte. Oh, ich glaube. Ach so, ist eigentlich ganz gut. Und vielleicht einen hier hin. Und dann sollte es doch eigentlich Energie geben, oder nicht? Also, mal jetzt im Ernst, also. Nö. Das ist ein klares Nö. Ich komme mir gerade verarscht vor. Ah, die Dinger produzieren auch nichts. Wieso produziert denn nichts? Bin ich bescheuert? Also, hier ist auf jeden Fall warm. Also, hier ist wirklich warm. Ich meine, ich stehe gerade hier in der Eruption. Also viel... gut. Dann tu halt nichts. Das verstehe ich nicht. Also warum die Wärmekraftwerke jetzt hier nicht funktionieren, blicke ich nicht. Aber ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil ganz offensichtlich brauchen wir sie nicht. Glaskorridor, Glaskorridor, wo bist du? Wie machen wir das am geschicktesten? Tageslicht wird toll.
der Doktor niemals irgendwo an. Natürlich nicht. Muss er ja vielleicht auch gar nicht. Dann brauchen wir das Ding nochmal. Und Torpedoarme wurden erwünscht. Komm, einer. So. Brauche ich wahrscheinlich auch noch Torpedos. Wirbeltorpedos. Nee, Wirbeltorpedos gibt's nicht. Wir machen Gastorpedos. Also wenn wir schon was machen, dann will ich auch was Tödliches haben. Und mein Inventar ist voll. Yay, so macht Spaß, Leute. Richtig geil. Du? Anders war das jetzt nicht gedacht. Wisst ihr was? Wenn ich den ganzen Scheiß eh nicht benutzen kann, dann weg damit. Ernsthaft. Wirklich. Ich muss jetzt erst da reingehen. Den Kack hier dekonstruieren. Damit ich von da draußen... Ich habe mich beim letzten Mal beschwert, dass es einfach so geht und jetzt beschwere ich mich halt, dass es so verlangt wird. Ich bin ja, was das betrifft. Ich will ja die Umwelt hier nicht zu sehr schädigen, daher keine Spuren hinterlassen, vor allem keine, die nicht funktionieren. So, weg damit. Weg damit. Außerdem sehe ich meine Performance schon wieder flöten gehen. Und das finde ich jetzt eher uncool. So. Dann kann ich den Scheiß wegtun. Was haben wir hier Schönes? Das kann ich eigentlich. Ach komm. Weg damit. Ein bisschen viele Messer habe ich in. Wieso droppe ich die? Ernsthaft? Wieso droppe ich die? Wieso mache ich sowas? Die wollte ich nicht droppen. Die will ich dem ins Inventar einschieben. So. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Ein paar Torpedos rein. Jetzt habe ich schon wieder diesen beknackten Terraform. Also der kann mich jetzt echt am Arsch lecken. Weg damit. Was haben wir sonst noch? Mobile Fahrzeug gebucht. Weg damit. So. Wie viel Platz habe ich denn jetzt noch? Ja, ich habe noch 2 Slots. Gut. Welcome aboard, Captain. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Upgrades. Weg damit und weg damit, rein damit, rein damit. Ich will diese Wirbeltorpedos nicht. Die können mich echt am Arsch lecken, die Wirbeltorpedos. Verpisst euch bloß. Denn ich will tödliche Waffen haben. Also wenn ich schon etwas habe, was Torpedosystem heißt, also ernsthaft. Dann will ich auch etwas, was tötet. Oder wie seht ihr das? Was bringen mir denn Wirbeltorpedos? Ah, okay, ich bin wieder voll, oder? Ich bin wieder voll. Okay. Interessant. Sehr interessant. So, danke. Versuchen wir es nochmal. Jetzt haut's doch hin. Rein damit, rein damit. Ich denke halt, dass 2 Torpedoarme nicht sonderlich gut für den Alltag zu gebrauchen sind. Denn der Grappling Hook, der ist schon essentiell. Oh. Na
Okay, Inventar voll. Aber gut. Wir werden gleich sehen. Beladen. Und da geht auch noch ein bisschen was rein. Ich hätte ja persönlich Bock, einen Elektrowurm zu jagen. Und vorher habe ich echt viele gesehen. Ah, da hinten ist einer. Schauen wir mal. Ja, hier ohne Grappling Hook sind wir natürlich. Ohne Grappling Hook sind wir natürlich hier ziemlich. Ah ja, da haut er ab. Der kleine Lump. Das ist auch ziemlich schwierig, ihm halt zu folgen, weil. Mit dem Ding halt zu treffen, das ist halt. Ziemlich uncool. Ich habe aber eine Idee. So, ich habe eine Idee. Und zwar. Ja, passt schon. Das ist ziemlich fies. So. Komm. Das ist tatsächlich, also dieses Torpedoladen ist tatsächlich noch ein bisschen verbuggt. So, kriegst du hier nochmal eine Ladung. Hört sich irgendwie nach einem Porno an. Und ich gehe hier ein bisschen näher dran. Hau hier nochmal ein paar Torpedos rein. Und. Okay, das ist wirklich mies. Das ist echt mies. Es hat aber nicht komplett gereicht. Alter, hau ab. So. Dann erstinken wir ihn halt nochmal. Wo ist er? Da ist er. Sollte eigentlich funktionieren, oder? Ich glaube, das war jetzt nicht so smart. Ich glaube, ich kann meinen Suit jetzt nicht benutzen, oder? Doch, kann ich. So, erstinkt er? Im Kopfbereich hat er es auf jeden Fall voll. Aber ich glaube, tot ist er. Tot ist er, glaube ich, immer noch nicht. Doch, oder? Ist er nicht. Einmal will ich so einen einfach getötet haben. Keine Ahnung. Also die Torpedos, normalerweise tun die ja echt weh. Aber in dem Fall keine Ahnung, was da los war. Das hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert. Aber gut. Wir machen jetzt hier diesen Elektrowurm einfach mal kaputt. Boah, die halten aber. Leck mich fett am Arsch, halten die viel aus, Leute. Man kann die doch töten, oder? Ganz dumme Frage.
Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Weil der hält, ich glaube, der hält gerade mehr als ein Reaper aus. Der hält echt verdammt viel aus. So eine Lebenszeichenanzeige wäre halt wirklich, 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 wirklich eine echt tolle Sache. Aber irgendwie bezweifle ich, dass ich sowas kriege. Na gut, man kann ihn töten. Mann. Du warst aber ein echt hartnäckiger Wurm. Am liebsten würde ich mir jetzt Stückchen rausschneiden und sie kochen, aber ist nicht drin. Nein. Auch nicht das gute Bauchfett. Na gut, oder hier so ein Nippel abschneiden. Geht nicht. So. Naja, das waren die Torpedos. Waren jetzt nicht so effektiv, wie man gern gehabt hätte. Und er zappelt. Und ich denke, unseren kleinen Außenposten finde ich nie wieder. Weil ich habe ihn weder markiert. Ach doch, da hinten ist er, Tatsache. Gehen wir auch kurz hin. Also der Prawn ist auf jeden Fall nicht so stark, wie sie ihn angeteasert haben. Also da bin ich fest von überzeugt. Was ist denn bei dir kaputt? Also da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass der nicht die Power hat, die sie ihm zugesprochen hatten. Weil, also ich sehe den jetzt nicht wirklich im Kampf 1 gegen 1 gegen den Sea Dragon. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt komme ich natürlich nicht an. Nein, komme ich nicht. An die Torpedo. Gut, dann müssen wir halt so. Aber wie gesagt, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert. Kampf 1 gegen 1 gegen Sea Dragon. Glaube ich nicht. Mag sein, dass es funktioniert, aber ich denke, das dauert länger als mit einem Überlebensmesser. Kein Witz. Weil, ja, ist halt aus meiner Sicht einfach nicht so stark. Der ist voll. Du bist sogar auch voll. So, dort ist doch noch zwei drinnen. Was wollen die Kacke? Das verstehe mal, wer will. Naja, die eine Rakete nehmen wir jetzt noch mit. Torpedo meine ich natürlich. So, wo bist du, Prawn? Da bist du. Welcome aboard, Captain. Und dann einmal hier aufs Dach springen. Oh, ich hätte so gerne meinen Grappling Hook. Wird irgendwas schlecht gelaunt, dass ich höre das, aber ich sehe es nicht. Naja. Nochmal ein bisschen was Organisatorisches. Also ich glaube, das wird jetzt erst einmal der letzte Kreativpart gewesen sein. Denn ich denke, ich werde heute danach auf den experimentellen Modus switchen. Und erst zum 15., wenn das Update wieder da ist, in den Stable-Modus. Und? Stinkst du schon? Ne, stinkst nicht. Und dementsprechend werde ich dann auch eventuell heute, ja doch, heute. Heute müsste es sein. Eine Runde Subnautica am Abend streamen. Aber wie gesagt, im experimentellen Modus. Komm schon, eine würde ich dir gerne nur in die Fresse reindrücken.
mit denen zu zielen ist halt gar nicht so easy, wie man denkt. Wie, die Sonne geht unter? Die ist doch gar nicht aufgegangen. Wie kann denn etwas untergehen, was nie aufgegangen ist? Okay, das war's mit Torpedos. Keine Torpedos mehr. Also man sieht, so einen Elektrowurm mit Stinketorpedos platt zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und ich würde sagen, wir sind jetzt eh schon in den 20 Minuten drin. Das reicht für den Part. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.